Logbucheintrag Nummer 14, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Wir konnten das Reaktorleck mittlerweile schließen und werden morgen mit den ersten Testläufen fortfahren. Währenddessen konnte sich unser Außenteam weiteren Boden gut machen. Zwerge sind nun mal im Team noch viel stärker. Ja. Hoffen wir, dass sie weiter gut rankommen und leben zu uns zurück. So, wie gesagt, wir wollen jetzt ihn hier. Ja. Komm. Ich will diese... Ja, bei ihm kann ich reparieren. Warum sehe ich nicht, wie viele Steine ich habe? Oder sagt bloß, sie sind jetzt alle verloren gegangen, dadurch, dass ich... Ja, ich sehe die Energie, aber ich sehe nicht... Ach, machen wir mal den Cup de Grace. Und dann machen wir später den da. Der ist nämlich ziemlich mächtig eigentlich bei umgeschmissenen Gegnern. Nee, ich habe scheinbar keine grünen Kristalle mehr. Die sind alle weg. It's too deep there. It's too deep there. Ja. Das wissen wir mittlerweile, dass es zu tief ist. Okay, da ist wieder eine Crab. Crab? Oh. Okay. Gut, wir haben sie umgestoßen. Wir haben noch eine zweite angelockt, das ist auch nicht so schön. Okay, eine ist weg. Da kommen aber noch mehr Spucker. Und noch mehr Crabs. Ah, was ist denn das jetzt schon wieder? Du gehst einfach mal in Steinform. Wollte ich eigentlich gerade sagen, weil du so schön brennst. Au. Also irgendwas hat hier noch nicht ganz richtig funktioniert. It's too deep there. Tja, da wäre halt Energie, da ist die eine blöde Krabbe, da ist die nächste blöde Krabbe. Patrouillieren die, die patrouillieren. Oh. Jetzt hat sie uns gesehen. So. Ja.
Au. Das ist halt mies. Hier, ja gut, wir können das Gebiet freiräumen auf jeden Fall. Ja, lad mal das hier. So behalte ich mir meine Energie wenigstens, weil die bringt sonst nichts. Wenn ich die einfach so raushaue. Oh, ach so, jetzt lebt hier wieder alles. Nicht so gut. Ja. Du machst mal Rundumschlag. Du hältst da rein. Tötest alles. So. It's too deep there. Gut, die Strategie geht wenigstens immer auf. Und dann schnappt ihr euch mal hier das, die Energie. So. Heilen. Speichern. Ja, komm ruhig her. So. Nein, dass die immer ausweichen. Also so klappt das schon mal nicht. Nein. So. Darauf reagiert sie leider nicht, weil das nicht nah genug war. Mm-mm. So, können wir sie anlocken? Nein. Wo guckt sie hin? Zu mir. Interessiert sie gerade nicht. Weil da hinten ist ein Runenstein. Der sagt mir jetzt fast schon, dass ich das Gebiet hier clearen soll. Okay, dass sie mich jetzt kurz gesehen hat, ist ihr vollkommen wurscht. Au. Ey. Thank you.
Genau. So. Und du weiter auf die Dampfbombe. Warum auch immer die wissen und mich töten? Ha, was wäre die nächste Möglichkeit? Ich komme hier halt nicht durch. Oh, hier ist nochmal blaue Energie. 20 nur jedoch. Ich komme halt wirklich nicht durch, ohne dass die mich entdecken. Es sind nämlich drei von diesen Viechern hier, die patrouillieren. Ja, da kommt nämlich schon der nächste. Und da ist noch einer. Ja. Theoretisch müssten wir bei diesem Stein bleiben. So, das hat er gehört. Ja, deswegen einfach beim Heilstein bleiben. Der keilt uns nämlich die ganze Zeit hoch, während wir hier kämpfen. So. Kannst du die mal umschreien? Nein, kannst du nicht. Ah, ich kann mein Force-Field anmachen. So. So, dich wieder wegboxen. Wie bringe ich dich dazu ein? So. Die umzustoßen ist echt nicht leicht. Und ihnen Schaden zu machen vor allem Ding. Ich meine, die heilen sich auch irgendwie die ganze Zeit. Aber wenigstens ist bei Smash Fist einigermaßen in der Lage. So, jetzt aber, der da muss weg. Falsche Fähigkeit. So, einer ist weg schon mal. Ach so, die heilen sich, wenn ich mich auch heile, nicht wahr? Ja. Okay, das heißt immer erst einen killen, bevor ich mich heile. So, nochmal umnatzen. Und gut ist das. So, jetzt kann ich aber einen Quicksave machen.
Jetzt kann ich die ganze schöne Energie einsacken. Au. Au, hier ist noch ein Upgrade-Stein. Den kann ich auch einsacken. So, gucken wir mal kurz, was wir damit anstellen können. Ah, ich habe doch nur... Was, 200? Okay, kann das sein, dass ich einfach nur einmal zum Freischalten brauche und danach nicht mehr? Das wäre schon ein bisschen mies. Hier kann ich mich nochmal heilen. So, jetzt muss ich den Ausgang aus den Swamps finden. Jo. Ah, da hinten ist Energie. Da ist aber auch sein blöder Aal. Oh, warte, kann ich den nicht einfach vorher schon? It's too deep there. Jo, kann ich. It's too deep there. Dann komme ich wenigstens auch an die Energie. Was? Was ist jetzt gerade passiert? Das verstehe ich jetzt nicht. Bin ich mal wieder irgendwo durch den Boden geglitscht? So. It's too deep there. It's too deep there. Ja, ich glitsch da durch den Boden irgendwie. It's too deep there. It's too deep there. Oh ja, ja, ja. Man singt irgendwie an der Stelle. It's too deep there. Wie soll man bitte an die Energie da rankommen? It's too deep there. So, an die komme ich ran. It's too deep there. Und ja, sobald ich die andere versuche zu holen, glitsche ich einfach durch den Boden. Entweder ist die Stelle etwas buggy oder das ist einfach wirklich zum Trollen. Oder ich kapiere es nicht. It's too deep there. Weil die kriege ich. Und da kann ich auch wieder raus warten. It's too deep there. Gut, lassen wir die Energie da mal ruhen. So, hier wäre noch mal ein Save Point. Ein Heilpunkt.
Ich laufe jetzt aber nicht im Kreis, oder? Ich hoffe mal nicht. Wenn doch, ist das auch nicht ganz... Doch, ich laufe im Kreis. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil ich habe da hinten noch eine gelbe Energiezelle gesehen. Da hinten, wo vorher die Spucker waren. Oh, und hier ist auch nochmal Energie. So. It's too deep there. It's too deep there. Mal gucken, kommen wir hier durch oder rutschen wir wieder irgendwo durch den Boden? Weil die gelben Dinger sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Zwerge upgraden ist nämlich teilweise wichtiger als die Schilde zu reparieren. Wow, der wäre auch fast wieder durch den Boden durchgeglitscht. It's too deep there. Ah, nein, da wollen wir nicht weiter. Wir wollen versuchen, an dem Aal vorbeizukommen, hier rüber. Und da geht's wohl hier hinten irgendwo weiter. Hier wäre nämlich wieder die Heilsphäre. Ist halt manchmal blöd, wenn man keine Karte zum Orientieren hat. Au. Hier könnte ich mich heilen. Und das hier sieht so aus, als ob es hier weitergehen würde. Und hier geht's tatsächlich auch weiter. Ja. Ja, in die nächste tolle Höhle. Aber wie immer. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 14, Captain Kirkbeard. Die inneren Schäden des Schiffs wurden mittlerweile repariert. Wir werden morgen mit den Reaktortests fortfahren. Wie wir hörten, hat unser Außenteam die nächste Höhlenschicht erreicht. Sie stoßen aber weiterhin auf ziemlich festen Widerstand. Beten wir für sie, Kirkbeard Ende.